Ja, einen wunderschönen guten Morgen Ihnen allen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Freunde hier live vor Ort und im Livestream. Mein Name ist Andreas Mummert, ich bin Leiter der Stiftung Offshore Windenergie, der politische Leiter. Und ich freue mich sehr, Sie heute alle begrüßen zu können zum offiziellen Kick-Off der German Offshore Wind Initiative, des GOI-Projektes. Besonders freue ich mich, dass der parlamentarische Staatssekretär Thomas Bareis aus dem Bundeswirtschaftsministerium uns heute zugeschaltet ist. Kann Herr Bareis uns schon hören? Ich kann Sie hören. Guten Morgen. Ich kann Ihnen sehen. Guten Morgen. Ich freue mich, wir freuen uns außerordentlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für uns. Herr Bareis muss um 10.30 Uhr dann leider weiter, aber dass er sich trotz des engen Zeitplans und des Endspurts im Bundestagswahlkampf die Zeit heute nimmt, freut uns natürlich außerordentlich. Darüber hinaus möchte ich gerne Professor Martin Skiba begrüßen, den Vorsitzenden des World Forum Offshore Wind und Projektpartner bei GOI. Darüber hinaus gerne Björn Zindler. Leider ist es so, dass Carina Würz, die Ihnen alle via Agenda angekündigt wurde, die Geschäftsführerin der Stiftung, leider heute Morgen krank geworden ist. So viel kann ich sagen, es ist nicht Corona. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Witz noch angebracht ist. Wurde wahrscheinlich in den letzten 12 Monaten noch häufiger gemacht, aber es ist definitiv nicht Corona. Björn ist Projektmanager im GOI-Projekt und wird Carina heute vertreten. Darüber hinaus freue ich mich sehr. I'm very happy to welcome the foreign representatives of the GOI project. Michael Matthews, he just flew in yesterday from the United States. Very happy to have him here. He'll be on stage later on. As well as Sayuri Watanabe, she's also here. She will be the representative for Japan. And later on, David Chang will also be joining the call. Einige technische Hinweise. Eine Sache haben Sie schon mitbekommen. Wir werden nach der Hälfte des Events auf Englisch wechseln. Unsere Repräsentanten und Repräsentantinnen sprechen besser Englisch als Deutsch, noch zumindest, aber wenn Sie dann mit Ihnen in den nächsten Monaten im intensiven Austausch sind, wird das Deutsch sicherlich immer besser. Deshalb werden wir da dann auf Englisch wechseln. Darüber hinaus, wie ich schon erwähnt habe, Herr Bareis wird uns um 10.30 Uhr verlassen, deshalb möchte ich auch gar nicht allzu lange reden. Das Dritte ist, Sie können selbstverständlich auch Fragen stellen. Die Fragen werden wir allerdings dann erst am Ende stellen können, nachdem sich auch die Repräsentanten der drei Länder vorgestellt haben. Für die Personen, die uns online zugeschaltet sind, haben wir Slido. Das ist eigentlich sehr intuitiv. Da können Sie auch schon während der Veranstaltung Ihre Fragen stellen. Und ich habe hier mein kleines iPad und werde die Fragen dann am Ende auch vorlesen. Was ganz hilfreich wäre, wenn Sie Ihren Namen und Ihre Organisation nennen, im besten Fall auch, an wen die Frage geht. Und wenn Ihre Fragen an einen unserer Repräsentanten oder Repräsentantin geht, dann gerne auch auf Englisch. Falls es Ihnen aber angenehmer ist, es auf Deutsch zu tun, dann würde ich einfach später übersetzen. Und last but not least, weil es sehr, sehr wichtig ist, zumindest für unser Live-Publikum, noch ein kleiner Sicherheitshinweis, was uns immer sehr, sehr wichtig ist. Sollte irgendwas Unvorhergesehenes passieren, dann direkt hier auf den Gang rechts und dann links ist die Nottreppe. Da dann einfach runter bis ins Erdgeschoss. Wenn man im Erdgeschoss ist, rechts raus auf den Parkplatz, ist ausgeschildert, da würden wir uns dann sammeln. Damit wäre ich dann auch schon durch und freue mich jetzt sehr, das Wort an Herrn Thomas Bareis zu übergeben, der ja nicht nur Tourismusbeauftragter der Bundesregierung ist, sondern auch Mittelstandsbeauftragter und deshalb natürlich hervorragend zum Projekt und der Projektidee passt. Herr Bareis.
Ja, vielen Dank. Ich habe hier etwas eine Rückkopplung. Vielleicht kann man das entsprechend nochmal technisch lösen, dass ich nicht mich zweimal höre. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Begrüßung. Ich grüße Sie recht herzlich aus dem Süden Deutschlands. Ich bin heute in Baden-Württemberg in meiner Heimat unterwegs und freue mich aber umso mehr, dass ich dabei sein kann und grüße Sie recht herzlich in Hamburg, aber auch überall in Deutschland und der Welt, wo Sie uns gerade zuhören. Und ich freue mich deshalb vor allen Dingen auch hier zu sein, nicht nur als Mittelstandsbeauftragter, der unseren starken und auch hoch innovativen und erfolgreichen Mittelstand vertreten darf, sondern ich freue mich auch als, sage ich mal, Energiestaatssekretär, ein Titel, den es zwar nicht offiziell gibt, aber immerhin bin ich auch für die beiden Energieabteilungen ja mit als Parlamentarstaatssekretär verantwortlich und verfolge das Thema Energie und Energiewende und begleite auch dieses große, fantastische, auch hochinnovative Projekt schon seit vielen Jahren. Und mit dem heutigen Tag kommt etwas zusammen, was, glaube ich, etwas sehr, sehr Großes und Wichtiges ist für den Erfolg unserer zukünftigen Energiewirtschaft, Energiepolitik, nämlich dass wir nicht nur in Deutschland zeigen, dass Energiewende und Umstieg auf erneuerbare Energien und nachhaltige Energie und effiziente Energie funktioniert in Deutschland und dass wir auch hier Vorreiter sind, sondern dass wir auch mit dazu beitragen durch deutsche Hochtechnologie, dass wir weltweit erfolgreich sind und dass auch deutscher Maschinenanlagenbau, dass deutscher Mittelstand auch gerade von dieser, sagen wir mal, großen auch die nächsten Jahre Initiativen mit dem großen, sagen wir mal, Erfolg von Energiewende auch profitieren wird und auch dazu beitragen wird, dass man die besten und effizientesten Technologien weltweit zum Einsatz bringt. Und deshalb ist dieser heutige Tag ein ganz, ganz wichtiger, auch für unseren Maschinenanlagenbau, für Mittelstand und für unsere klassischen auch Industrien in Deutschland. Und ich hoffe, dass wir auch mit diesem heutigen Tag auch wirklich eine Erfolgsgeschichte auch starten, die dann auch die nächsten Jahre dann wirklich auch für viele Unternehmen, für viele Arbeitsplätze, aber auch für das ganze Projekt der nachhaltigen und sicheren und wirtschaftlichen Energieversorgung auch ein ganz, ganz großer, wichtiger Baustein auch nochmal bietet. Die Stiftung Offshore Wind Initiative wird vom BMW mit über 2,7 Millionen Euro unterstützt, weil wir glauben, dass wir wirklich eine ganz, ganz besondere, herausragende Arbeit in den nächsten Jahren vor uns haben. Wir wollen ganz gezielt unsere Exportstärken hier noch einmal unterstützen, wollen ganz gezielt auch versuchen, den Maschinenanlagenbau noch mal gerade in ihrer Repräsentanz in den Märkten, in den Zielmärkten, die in den nächsten Jahren sehr, sehr hohes Potenzial haben, noch mal besonders unterstützen. Wir wollen ganz gezielt auch damit unsere Unternehmen, die heute schon im Bereich der Offshore-Wind sehr erfolgreich sind, aber da hier noch mal auch noch mal unterstützen, dass sie auch wirklich dann auch in ihrem Exportgeschäft erfolgreich sein werden. Und die Märkte, die wir haben zu unterstützen, sind ja USA, Taiwan und Japan, Märkte, die im nächsten Jahr ein ganz, ganz hohes Potenzial haben, auch des Ausbaus und auch der Ziele. Ich glaube, dass es auch gerade richtig ist, dass wir in diese Märkte auch mal besonders investieren, mit Repräsentanten, mit erfahrenen Leuten auch dann vor Ort dann auch tätig sind und dann sozusagen eine Brücke bilden zwischen Deutschland und den drei Märkten USA, Taiwan und Japan und damit auch, sage ich mal, einerseits uns Unternehmen eine Chance geben, die Märkte besser zu verstehen, Geschäftskontakte anzubahnen, aber auch dann natürlich, dass daraus auch viel Potenzial auch für neue Geschäfte entsteht und damit, sagen wir, auch die Wirtschaftsbeziehungen, auch die Globalisierung, auch die Handelsbeziehungen noch einmal in besonderer Weise auch noch einmal unterstützt und fördert. Auch davon hängt ja unser Maschinenanlagenbau, die Energiewirtschaft ab, dass wir auch hier weiterhin auf unseren starken Export auch setzen und auch hier unsere Produkte, unsere Hightech-Produkte auch weltweit einen guten Ruf genießen und weltweit auch erfolgreich sind. Dann wollen wir auch die Wertschöpfungskette in Deutschland noch einmal in besonderer Weise stark unterstützen. Wir haben 24.000 Beschäftigte im Bereich Offshore und wir haben auch ganz gezielt, das möchte ich auch in dieser Deutlichkeit sagen, auch sicherlich aus Erfahrung der Vergangenheit gelernt und aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. Etwas, was sicherlich immer noch wehtut, ist, dass wir im Bereich der PV beispielsweise in der Photovoltaik enorm viel Geld durch die EEG Subventionen auch investiert haben, dass wir hier wirklich einen enormen Push hatten in den letzten Jahren, was den Zubau von PV angeht, aber es nicht geschafft haben, dass wir die Wertschöpfungskette wirklich in voller Gänze auch in Deutschland auch etablieren konnte, dass vieles damals auch nur ein kurzes Strohfeuer war. Und das ist etwas, was heute noch nach wie vor wehtut, leider, wo wir auch Unternehmen verloren haben. Und ich glaube gerade, dass wir im Bereich Offshore-Windenergie diese Fehler nicht machen dürfen, dass wir auch hier wirklich eine nachhaltige, auch langfristige Strategie brauchen, wie wir erfolgreiche Unternehmen aufbauen, Hightech aufbauen, aber andererseits natürlich auch mit dieser Hightech-Industrie auch wirklich auch Unternehmen hier auch etablieren, die langfristig gesehen auch eine Zukunft haben.
und am Markt, am weltweiten globalen Markt dann auch bestehen können, weil der deutsche Markt alleine wird sicherlich dann auch zu klein sein für den zukünftigen Erfolg unserer Wind-Offshore-Branche. Und auch da gibt es, glaube ich, auch nochmal den globalen Blick entsprechend auch dann vor sich zu haben. Wir haben deshalb auch im August, am 30. August, einen runden Tisch gemacht, Wertschöpfung, wo wir ganz gezielt im Bundeswirtschaftsministerium mal geschaut haben, wo die Exportchancen sind, wie wir die Exportchancen auch gerade für die deutschen Unternehmen den Mittelstand entsprechend auch dann weiter ausbauen können und darauf dann entsprechend auch im nächsten Jahr den Erfolg unserer Wirtschaft, unseres Wohlstands auch nochmal generieren können. Wind Offshore ist auch deshalb sehr gut geeignet, weil ich glaube, jeder, der in dieser Runde ist, weiß auch, dass Offshore Wind schon eine sehr, sehr große Herausforderung bedeutet. Offshore Windanlagen sind Anlagen, die unter einer enormen Beanspruchung stehen, die enorme auch Belastungen auch, ja, auch ertragen müssen, die auch über eine lange Zeit auch sehr konstant, zuverlässig auch arbeiten müssen, weil jeder Einsatz entsprechend vor Ort, eine Reparatur oder auch eine Wartungsarbeit ist enorm kostenintensiv. Deshalb sind auch gerade die Anforderungen an Wind Offshore enorm hoch. Und wir haben hier schon sehr früh schon Pionierarbeit geleistet, von 2010 den ersten Hochseewindpark hier in der Deutschen Bucht aufgebaut. Insofern haben wir auch schon längerfristige Erfahrung. Und wir haben ja auch hohe Ziele im Bereich Wind Offshore, wollen wir bis 2030 20 GW aufbauen, bis 2040 bis zu 40 GW Wind Offshore aufbauen und das Nordsee, Ostsee. Und haben da ja auch unterschiedliche Bedingungen, auch was die Voraussetzungen angeht. Deshalb haben wir da auch, glaube ich, einen ganz, ganz hohen Erfahrungswert, den wir einbringen können und auch hier eine hohe Expertise schon, die uns auch da beim Export und bei guten Anlagen entsprechend helfen können. Und wir haben auch eine gewisse Planungssicherheit für die Unternehmen, die auch hier ihre Kapazitäten auch entsprechend für die nächsten Jahre dann aufbauen können. Insofern haben wir hier viel Know-how, viele erfolgreiche Unternehmen. Wir haben schon hohe Ziele, haben schon viel erreicht. Und was natürlich ganz besonders wichtig ist, was mich als Mittelstandsbeauftragter freut, ist, dass wir eine Zulieferbranche haben, die sehr, sehr mittelständisch geprägt ist, die hoch innovativ ist, die flexibel ist, die immer auch leistungsfähig ist und relativ schnell auch neue Anforderungen aufnehmen kann. Und deshalb auch diese Offshore-Windbranche nicht etwas ist, wo nur eine kleine Region beispielsweise an der Küste profitiert, sondern ganz Deutschland profitieren wird, weil viele Zulieferer deutschlandweit verteilt sind und wir hier wirklich eine Zukunftsbranche aufbauen, die, denke ich mal, für die nächsten Jahre auch für unseren Erfolg sehr, sehr entscheidend ist. Die drei Märkte, die wir genannt haben, sind die nächsten Jahre Zukunftsmärkte, die wirklich hohe Ziele haben. Japan, USA, Taiwan. USA will derzeit von 45 MW, also sprich, ja, USA ist da noch ganz am Anfang von Offshore, wollen sie auf das Jahr 2030 mit 30 GW gehen. Taiwan möchte auf 2025 5,7 GW ausbauen, 2030 dann 5 GW noch einmal zusätzlich zu bauen. Und Japan will von 10 GW im Jahr 2030 auf ca. 30 bis 45 GW im Jahr 2040 gehen. Das heißt, hier sind wirklich die nächsten 20 Jahre enorme Zubauraten zu erwarten, als auch große Märkte, die dann entsprechend erschlossen werden. Ich glaube, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diese Märkte auch ganz gezielt zu bearbeiten, für Mittelständler, für Unternehmen hier aus Deutschland auch Ansprechpartner in diesen Märkten zu finden und damit auch ein System und Netzwerk aufzubauen, das neben der AHK, dem der sehr erfolgreichen AHK, die Botschaft und unserem bisherigen Repräsentanten noch einmal eine ganz, ganz wichtige Brückenfunktion auch einnimmt in der Transformation von Technologien, auch in der Partnerschaft, auch gerade, ich glaube, die drei Märkte, Japan, Taiwan und USA, bilden auch für uns ganz, ganz wichtige internationale, globale Partner. Und gerade auch in der Zeit der Pandemie und nach der Pandemie ist es wichtiger denn je auch zu sagen, dass wir weiterhin für Globalisierung stehen, für freien, starken Handel stehen und dass wir auch diesen Handel gerade im Bereich der Energiewirtschaft und durch echte Energietechnologien auch in besonderer Weise unterstützen möchten. Deshalb bin ich froh und dankbar, dass wir heute diese Initiative starten, dass die Repräsentanten sich Ihnen vorstellen und Sie auch hier nochmal etwas näher und mehr wissen über die Projekte. Nutzen Sie diese Gelegenheit auch wirklich vollumfänglich dann auch für Ihre Geschäftsideen. Und ich hoffe, dass wir auch daraus dann sehr, sehr viel auch neue Verbindungen bringen, die unsere Länder näher zusammenbringen, Globalisierung stärkt und unseren Wohlstand mehrt in allen Ländern. Und das große Projekt Energiewende, Globalisierung und die Frage von auch natürlich umweltfreundlicher und klimafreundlicher Energiegewinnung hier nochmal in besonderer Weise auch unterstützt. In diesem Sinne, vielen Dank Ihnen für das Dabeisein. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in den nächsten Jahren bei Ihren Geschäften und hoffe, dass wir alle, wie gesagt, gerade aus diesen drei Repräsentanten und auch aus diesen Verbindungen dann auch viel erwachsen wird. Dankeschön, herzliche Grüße aus Baden-Württemberg und ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Herzlichen Dank, Herr Bares.
Das war doch insgesamt ein sehr, sehr positiver Ausblick, eine sehr, sehr positive Klammer. Und ich denke, wir alle wissen ja aus den letzten Jahren, dass politische Unterstützung für eine Industrie essentiell ist. Und da hat sich sicherlich in den letzten 2, 3 Jahren auch viel verändert. Und wir hoffen natürlich auch nach der Bundestagswahl, dass die Unterstützung für die Offshore-Windenergie auch aus dem Bundeswirtschaftsministerium uns so erhalten bleibt. Dann würde ich gerne direkt an Herrn Zindler weitergeben. Björn, freue mich, dass du Karina heute vertrittst und von Stiftungsseite ein paar Dinge zum Projekt sagst. Ja, sehr gerne. Ja, schönen guten Tag, lieber Herr Bareis. Vielen Dank für Ihre Worte und die großzügige Unterstützung des BMWI für dieses Projekt. Das finden wir ganz großartig und glauben auch, dass wir hier wirklich mit einem super Projekt die deutsche Offshore-Windindustrie weiterbringen können. Hallo, Herr Skiba, schön, dass auch Sie da sind, liebes Publikum. Für die Stiftung möchte ich heute einmal das Projekt vorstellen und möchte noch einmal durch die Struktur durchgehen. Das werden nicht viele Folien sein, aber ein paar habe ich dabei. Zunächst die Stiftung fördert Umwelt- und Klimaschutz eben durch die Unterstützung der Offshore-Windindustrie und wir verstehen uns als Kommunikationsplattform für Stakeholder in Deutschland. Und so sind wir eben auch in dieses Projekt gekommen, sozusagen als Bindeglied nach Deutschland hinein, um von hier aus dann Export steuern zu können. German Offshore Wind Initiative, so haben wir unser Projekt getauft, ist eben ein Kooperationsprojekt aus uns, der Stiftung und dem World Forum Offshore Wind in Person von Herrn Skiba heute anwesend. Die Laufzeit des Projektes beläuft sich über 3 Jahre. Wir haben Anfang dieses Jahres angefangen und werden Ende 2023 mit hoffentlich der ersten Phase enden. Wer weiß, vielleicht gönnt uns das BMWI ja eine zweite Phase. Die Fördersumme dieser ersten Runde beträgt 2,7 Millionen Euro. Damit kann man schon sicherlich eine ganze Menge anfangen. Das GOI-Projekt möchte eben Exportunterstützung für die deutsche Offshore-Windindustrie in 3 dynamische Märkte leisten. Und das sind eben Japan, Taiwan und die USA. Jetzt, warum eigentlich diese 3 Märkte? Herr Bareis hat es schon angerissen. Natürlich sind es 3 der wichtigsten Märkte, die Sie alle umtreiben gerade. Wir haben das aber auch basiert auf Fakten. Wir haben nämlich auf Seiten WFO eine Umfrage im Vorfeld des Projektes durchgeführt, wo die Top 3 tatsächlich dann Taiwan, USA und Japan waren. Und so sind es eben diese 3 Länder geworden. Sie sehen, Südkorea, Vietnam, Kanada folgen. Vielleicht werden wir in Zukunft ja auch dort noch aktiv werden können. Die Ziele des Projektes sind ganz klar gesagt, Exportaufträge für Sie, für die deutsche Offshore-Windindustrie generieren. Wir machen das, indem wir fachkundige Ansprechpartner vor Ort etablieren. Das sind unsere 3 Repräsentanten. In jedem Land sind die Repräsentanten bei den AHKs angesiedelt und sollen sich dort vor Ort vernetzen und ihnen Dienstleistungen anbieten können. Wir schaffen also so Möglichkeiten, dass Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen in diesen neuen Zielmärkten anbieten können. GOI insgesamt, im Kern sind es also diese 3 Repräsentanten, die Sie vor Ort als eine Art Marktentwickler unterstützen können. Die Repräsentanten brauchen natürlich Futter. Einmal geht das, indem Sie die Repräsentanten direkt kontaktieren und dort eben auch konkrete Fragen stellen und dann auch konkrete Antworten bekommen auf Ihre Fragen. Wir unterfüttern das Ganze aber trotzdem noch mit einer Exportmarktanalyse. Viele von Ihnen haben an unserer Online-Umfrage bereits teilgenommen. Einige von Ihnen sind auch für Experteninterviews ausgewählt worden. Und wir sind gerade dabei, diese Ergebnisse auszuwerten und werden wahrscheinlich Anfang nächsten Monats, vielleicht auch noch 2 Wochen später, die Studie dann auch vorstellen können. Die dritte Säule von GOI, die dritte Maßnahme, sind Fachveranstaltungen. In jedem der Länder werden wir uns an 3 größere Fachveranstaltungen angliedern, wo wir dann eben unsere eigenen Side-Events organisieren mit Teilnehmerzahlen zwischen 50 und 100. 100 planen wir da im Moment. Das erste Event dieser Art planen wir derzeit im April 2022.
Da möchten wir in San Francisco an der Pacific Offshore Wind Conference teilnehmen in den USA. Basis sozusagen, um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, ist eine Firmendatenbank. Wir bauen eine Firmendatenbank auf, in der Sie sich sehr gerne eintragen lassen können, damit wir genau wissen, wen wir bei Ihnen ansprechen sollen. Wir können natürlich an Infoadressen E-Mails herausschicken, aber es ist sicherlich sehr viel sinnvoller, wenn wir den richtigen Ansprechpartner kennen. Wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten zur Verfügung stellen, können unsere Repräsentanten Sie eben auch gezielt ansprechen. Das jetzt mal zwei Vorab-Ergebnisse aus der Online-Umfrage. Einmal, diese Grafik zeigt einfach wirklich das große Interesse Ihrerseits an diesen drei Märkten. Also die Frage hier war, ist Ihr Unternehmen an einem oder mehreren der folgenden Märkte im Bereich Offshore-Windenergie interessiert? Über drei Viertel aller Unternehmen sind interessiert und wollen in diese Märkte einsteigen. Eine andere Frage war, welche Form der Unterstützung erwarten Sie eigentlich als Unternehmen? Und das haben wir uns zu Herzen genommen und da eine entsprechende Auswahlmöglichkeit schon mal formuliert. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber das zeigt einfach, welche Maßnahmen Sie aus Ihrer Sicht sinnvoll sind. Und das geben wir eben dann auch komprimiert an unsere Repräsentanten weiter, sodass da ein entsprechendes Angebot entstehen kann. Zu guter Letzt möchte ich nur noch darauf hinweisen, wir in Deutschland haben hier natürlich in Hamburg unser GOE-Office aufgebaut. Und das sind in Person einmal eben ich und dann aber natürlich auch Frau Höft, die heute hier auch im Publikum sitzt, als unsere PR-Managerin. Wir beide sind in Deutschland immer für Sie ansprechbar und leiten sehr gerne an die Repräsentanten weiter. Und damit möchte ich dann auch schon schließen. Ich will meine Zeit nicht überziehen, Herr Mummert, und gebe zurück an Sie. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Björn. Das war ein ausgezeichneter Überblick. Und da man sich ja nicht selbst loben soll, mache ich das gerne, dass die beiden Vertreter und Vertreterinnen der Stiftung haben ja in den letzten Monaten jetzt, wie jetzt Herr Zinder ausgeführt hat, schon einiges an Arbeit investiert. Wir sind sehr froh, Sie eben auch als Stiftung an Bord zu haben und Sie werden natürlich auch Ihre Arbeit im Rahmen des Projekts fortsetzen. Und dann möchte ich gerne an Herrn Skiba übergeben, der jetzt aus Sicht des World Forum Offshore Wind einige Worte sagen wird. Ja, vielen Dank, Andreas. Erstmal darf ich Sie noch mal ganz herzlich begrüßen, auch von meiner Seite. Liebe Kollegen und Kolleginnen, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich ganz besonders, an der Veranstaltung jetzt teilnehmen zu dürfen. Wir haben ja sehr lange darauf zugearbeitet, tatsächlich zu diesem Punkt auch zu kommen. Ich will Ihnen ganz kurz, ich stehe hier in meiner Rolle als Chairman des World Forum Offshore Wind, deswegen will ich Ihnen auch ganz kurz etwas zum World Forum Offshore Wind erzählen. Wir sind Ende 2018 gegründet worden, hier in Hamburg tatsächlich. Dieser Verband, dieser weltweite Verband ist jetzt 3 Jahre alt. Ganz wichtig, es gibt 3 Merkmale dieses Verbandes. Es ist ein Industrieverband, eine Non-Profit-Organisation, die global agiert. Das ist Punkt 1. Der zweite Punkt ist, wir konzentrieren uns ausschließlich auf die Offshore-Windenergie. Andere Themen des erneuerbaren Energiesektors finden Sie bei uns nicht. Es ist ein weltweiter Verband, der sich für den Ausbau der Offshore-Windenergie weltweit einsetzt. Der dritte Punkt ist, unsere Mitglieder decken die gesamte Wertschöpfungskette ab. Also sowohl kleine Unternehmen, Ingenieurbüros, Beratungsunternehmen wie weltweit agierende Konzerne sind bei uns Mitglied, immer zum Thema Offshore-Wind. Und sowohl Unternehmen, die im Entwicklungsbereich tätig sind, als auch im Bau und Betrieb von Offshore-Windkraftwerken. Was tun wir in dem Verband? Das Klassische natürlich erstmal, wir informieren die Mitglieder, wir führen Events durch, wir bringen Menschen zusammen, wir machen Networking selbstverständlich. Wir beraten aber auch. Wir beraten auch nationale Regierungen, soweit wir immer hinterherkommen tatsächlich. Wir haben einige Anfragen bereits diesbezüglich gehabt und abgearbeitet. Soweit es uns möglich ist, beraten wir dort, wie kann man Offshore-Windenergie in dem betreffenden Land einbringen. Und wir haben natürlich viele Arbeitsgruppen etabliert mittlerweile. Großes Thema beispielsweise ist bei uns
Floating Offshore Wind, also wirklich schwimmende Offshore Windkraftwerke, was ein sehr spannendes Thema ist und weltweit sicherlich zukünftig eine große Rolle spielen wird. Ja, ich freue mich hier zu stehen, weil wir eben auch Teil dieses Projektes sind. Wir sind international aufgestellt und wir bilden sozusagen die internationale Plattform für dieses Projekt, um die deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen, ich sag mal einfach, in die weite Welt zu führen. Hier speziell in die Zielmärkte Japan, Taiwan und USA. Lassen Sie mich eine Minute noch mal einen kurzen Exkurs darüber geben, wie es tatsächlich derzeit aussieht mit der Offshore-Windenergie. Wir alle und die, die nun online zugeschaltet sind, wissen das ja auch. Wir sind in einem großartigen Aufwind. Wir werden in diesem Jahrhundert auf globaler Ebene in vielen Märkten die Offshore-Windenergie aufbauen. Wenn man sich tatsächlich einmal ganz kurz anguckt, den weltweiten Strombedarf, den wir derzeit haben, dann können Sie den theoretisch decken, indem Sie eine Fläche mit einem Radius von 500 Kilometern, eine Kreisfläche mit Offshore-Windenergieanlagen der 15 Megawatt-Klasse, das ist die, die jetzt eingeführt wird in den Markt bald, bestücken würden, könnten Sie den gesamten Stromverbrauch global decken. Das ist die Fläche, die beispielsweise, nur damit Sie eine Vorstellung haben, die europäische Nordsee, also nicht nur der deutsche Teil, sondern die gesamte Nordsee in Europa ausmacht. Ungefähr rund. Ich sage das deswegen, weil ich mich doch sehr gewundert habe. Gerade in der vorletzten Woche war wieder ein großer Artikel, ich glaube, es war die Welt am Sonntag, wo tatsächlich auf einer Seite dargestellt wurde, dass die Windenergie zu teuer ist, dass sie zu viel Fläche braucht und dass sie unzuverlässig ist. Das sind die Argumente, die wir vor 30 Jahren gehört haben. Und wir haben gerade den Ausgang der Auktionen erlebt hier in Deutschland über die Offshore-Windgebiete, die versteigert wurden. Und es waren durchweg 0-Cent-Gebote, die sich durchgesetzt haben. Die Windenergie ist preiswert, sie braucht keine Fläche, die nicht vorhanden ist. Wir haben weltweit genug Flächen, um weitaus mehr als den Weltenergiebedarf decken zu können, alleine durch Offshore-Windenergie. Und über die Zuverlässigkeit brauche ich Ihnen auch nichts sagen. Das wissen Sie auch, dass dieses Argument gerade bei der Offshore-Windenergie nicht das Richtige ist. Wir wollen in die weite Welt und wir wollen mit diesem Projekt den deutschen Unternehmen hier in Japan, Taiwan und USA helfen. Und wir haben dafür, Björn, du hattest das schon gesagt, ganz hervorragendes Team zusammengestellt, bestehend aus drei Menschen, die von denen zwei hier heute auch präsent sind und Dave ist online. Ich will sie Ihnen ganz kurz nur vorstellen. Es ist einmal Mike Matthew, der hier tatsächlich im Raum ist und gleich zu Ihnen auch sprechen wird als Erster. Mike hat einen Hintergrund, der ja aus der Politik- und Kommunikationswissenschaft im Grunde kommt. Das hat Mike studiert in Amerika. Und er hat bereits einige Stationen seines Berufslebens durchlaufen. Er hat den Vizegouverneur von Virginia beraten. Er hat die Bürgermeisterin, den Bürgermeister von Washington beraten und ist nun tatsächlich Teil unseres Teams. Ich finde das ganz hervorragend. Wir haben einen tollen Mann für die USA engagieren können und ich freue mich da ganz besonders auf die Zusammenarbeit. Als zweites werden wir dann Sayuri Watanabe gleich hören. Sayuri Watanabe kommt aus Japan. Ich freue mich auch hier ganz besonders, dass sie dabei ist. Sie ergänzt sozusagen das, was ich vorher gesagt habe, denn sie kommt aus dem rechtlichen Bereich und aus dem Finanzbereich. Sie hat bereits bei japanischen Banken gearbeitet. Sie hat aber auch hier in Deutschland Offshore-Wind-Erfahrung gesammelt, nämlich in dem Projekt Deutsche Bucht, das hier gebaut wurde in den letzten Jahren und sie wird ab 1.12. dann in Tokio für Sie als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und last but not least haben wir David Chang, der heute online zugeschaltet ist. David bringt einen weiteren interessanten Background mit, nämlich aus der Kommunikation und Medienwissenschaft. Er ist Marketing-Experte, Kommunikationsexperte, hat bereits bei anderen Verbänden gearbeitet. Und dann schließt sich so der Kreis dieses Trios zusammen mit uns, die wir auch insgesamt, ja, ich würde sagen, mehr als 50 Jahre
Erfahrung in der Offshore-Windindustrie mitbringen, der Geschäftsführung des WFO und des Vizepräsidenten Manfred Dittmer, der auch dabei ist mit im Team, bringen wir mehr als 50 Jahre Offshore-Wind-Erfahrung noch zusätzlich dazu. Und so haben wir ein echtes Weltklasse-Team. Und wir haben bereits auch erste Anfragen, kann ich sagen, aus dem deutschen Markt für die Zielmärkte. Und was ist das Ziel am Ende? Letzter Satz. Das Ziel ist es natürlich, für die deutschen Unternehmen in den Zielländern Geschäft zu schaffen, tatsächlich sich zu vernetzen, wahrgenommen zu werden und in diesen Märkten in der Offshore-Windenergie Fuß fassen zu können. Vielen Dank und ich gebe wieder zurück an Andreas. Ja, herzlichen Dank, Martin, auch für den spannenden globalen Ausblick. Und es sind sicherlich spannende Zeiten in der Branche zu sein und die Entwicklung mitzugestalten. Und mit Bezug auf die drei Repräsentanten und Repräsentantinnen habe ich ja auch gehört, dass es ein sehr aufwendiger Auswahlprozess war. Und wenn das das Ergebnis ist, dann weiß man ja auch, dass sich die Energie und der Zeitaufwand auch gelohnt haben. So now we are going to switch to English. The Secretary of State, Mr. Bahrais, has already left us. He needed to leave sharp at 10:30. And now I would like to ask Sayuri and Mike to come on stage. We will have a bit of a small break, like just a couple of seconds. We have to switch microphones. So, Martin and Björn, I'd like to ask you to give your microphones back, and I'll just use the time to remind you in the online stream that you are already very welcome to use Slido. Don't be shy. Enter your questions, and I'll read them out later. And yeah, so we'll just be short and give you a small outlook, like 5 minutes before the end. We will also have an online poll where you can engage in. It will be a very, very difficult but and entirely interesting question we are going to ask you. Perfect. Right. So now we have apparently Mike coming on stage. It's perfect. Good to have you here. Thank you. Thank you very much. Happy to be here. And we'll just wait for Sayuri just a couple of seconds more, and then we can continue. The usual difficulties with small microphones and big hands having to adjust. Perfect. All right. Hello once more, Sayuri. Great to have you on stage as well. And now I'd like to hand over to Mike to give us a little insight to himself and to the United States. Absolutely. Thank you very much, Andreas. Thank you very much, everybody. Very happy to be here in Germany. And again, my name is Mike Matthews. I'm the U.S. representative based out of New York, New York, for the German Offshore Wind Initiative. This is a picture of me in front of the Coastal Virginia Offshore Wind Project in Virginia. Again, my home state. The GOI was able to represent and to go down there just last month, a few weeks ago. And I'll be talking about that in just a second. Oh. So the current status of the U.S. market is what we would say as nascent, right? So a lot of promise that we're going to discuss. But right now, currently, we have two offshore wind projects. And by German standards, they are certainly very measly projects. They are test projects. One was the first in the United States offshore Rhode Island, the Block Island Wind Project, which is five turbines. 30 megawatts. Again, kind of a small project, but we were happy to get that off and running about 5 years ago. And then again, Virginia last year put a little bit of a global slowdown, obviously, on offshore wind development, but
we had our first federal offshore wind project, which is a whole new set of regulations, a whole new set of hurdles through which we have to jump. And again, that was in Virginia. Only two turbines. A very quick, you know, little mention about Virginia. The largest project, it'll be over 2,000 megawatts, 2 gigawatts of power, will happen off of the coastal Virginia offshore wind project. We're just going to need a couple years to kind of get that rolling. Again, this turbine is one of the two that is standing now in federal waters in the U.S. So the good news here is, again, two projects. A little bit nascent. Everybody has heard globally about our issues with being able to get over some regulatory hurdles. Look at this pipeline. We have 35 gigawatts of offshore wind projects that are in five different stages of construction here. So quite a few of them, as you see, New York at the top, where my office is. We have several thousand megawatts of projects that are in the planning stages, right? And permitting, you'll see in blue there as well. New York, Massachusetts, New Jersey, you know, the Northeast, we have the leaders, right? So a lot of the governors have come out over the last several years and made these very big and very real offshore wind targets. And we're starting to see the industry kind of very, very much come around in the Northeast. Another mention here, North Carolina, Virginia, Connecticut. These are states that you don't hear about too much in the global sphere, but they are very, very active. As you see here, North Carolina has site control over quite a few projects. Going down the list, Maryland, we all know about Rhode Island, and then Ohio. Yes, that's right, in the Great Lakes. Up there in what we call the Midwest, we have the Icebreaker Wind Project, which is something very interesting and just more movement. The impressive project pipeline of over 35 gigawatts in the U.S. So, what is going on here? How do we, let's give you a little bit of a map. So this is from the Department of Energy, and this shows, well, actually this is the Bureau of Ocean Energy Management, a different federal agency, the massive potential for German SMEs to fill gaps in the U.S. offshore wind supply chain. So you're gonna see here, you know, 34 projects that are in these different stages of development, whether it's planning, whether it's site control. You know, we do have a lease going on offshore of New York a little bit later this year, where developers are jockeying and vying for more spot, more ocean to develop these projects. What does this mean? This means, look, the U.S. has a dearth of SMEs, their own SMEs, to build these projects, right? So whether it's German ball bearings, it's German spray coatings, maybe it's crew transfer vehicles, there's a lot of opportunity for members of GOI to come in and make a value add here. So just quick mention before we leave the East Coast, you'll see it's up and down the East Coast, right? So we hear a lot about the Northeast, very proud of the great work we're doing in the Northeast. Do not count out the extra projects that will go up in the Southeast off of Virginia, North Carolina, and beyond. Let's get to the exciting stuff. The West Coast could be the future, right? So the future is floating. Floating is the future. California has a massive amount of offshore wind technical potential. But as we all know, that's in very, very deep waters, in that cold water, maybe not cold by German standards, but by U.S. standards, that very cold oceanic, that Pacific water is in water that is past the transitional, the jacket foundation, the monopile foundation kind of limits, right? So we're gonna put up floating turbines and much sooner than we thought. The Bureau of Ocean Energy Management, the governor of California, and everybody else are working to really identify, we have identified call areas. And so you'll see some of these go up for auction as well here pretty soon. Oregon, same idea. And where everybody loves to go on vacation, Hawaii. Hawaii has a massive amount of potential. We have some hurdles, some regulatory hurdles to get over there. But the great thing about the West Coast is it is kind of like the new gold rush, the wind rush, so to speak, right? We have Sonoma Valley. We have a lot of IT going on with Silicon Valley. What we don't have is any sort of offshore wind supply chain going on there. We're going to have to start it from scratch. And in order to do that, we're certainly going to need German innovation and German engineering. Okay, so the takeaways here again, the Biden administration, President Joe Biden,
is all in on offshore wind. The states are all in on offshore wind. The states have set this thing up. They've identified their own targets, their own supply chains, their own goals for decarbonizing their respective electricity grids. The Biden administration has set that 30 gigawatt target by the year 2030. Very happy about that. So for the first time in the history of the U.S., we're seeing both sides really come together and kind of have a national plan for getting these projects built. The East Coast markets provide an immediate opportunity. So right now, we're already working, an immediate opportunity for German companies. Finally, the West Coast has the chance to become the epicenter of floating offshore wind, and very excited about what's going to happen there in the next few years. Great. So again, Mike Matthews, I'm your U.S. representative. Very, very happy getting over the jet lag here and happy to be in Germany and in Hamburg with you all. I'm at 80 Pine Street down there near Wall Street in New York City. This is my email address. I look forward to questions and I look forward to working with you all moving forward. Danke. And I am sending it over to my esteemed colleague Sayuri for the next round. Guten Morgen, ich heiße Sayuri Watanabe, ich komme aus Japan. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Hello everyone, my name is Sayuri Watanabe. I'm very glad to hear as GOI Japan representative. Let me have a quick brief what is happening in the Japanese offshore wind market now. In Japan, there are around 50 megawatt installed capacity with both bottom fixed and floating wind farm project, mostly demonstration project. Last year, two projects started their construction in Akita Prefecture, and the commercial operation will be next year. The total installation capacity will be about 140 megawatts in total, and they are the first commercial-sized offshore wind project in Japan. Last year, Japanese government set the installation target in the offshore wind industrial vision, which is 10 gigawatt by 2030, and then 30 to 45 by 2040. As the picture shows in the slide, the potential is not limited area. The projects have been planned and developed throughout Japan. And floating offshore wind is also promising. This is one of the messages from the Japanese government. Japan is surrounded by deep waters. So in addition to turbines directly fixed in the sea floor, Japan is promoting floating offshore wind power, a unique technology. And several floating projects already started, and the non-Japanese companies also have participated in already. I could say that the current situation in Japan is similar to around 12 years ago here in Germany, which was 2009, 1 year before the commercial operation started at the Alfa Ventos offshore wind project. Japan has vision for offshore wind and clear government policy, strong financial and industrial players. And Japan needs your technologies, your experience, and your lessons learned. Japanese offshore wind industry is ready for your long-term investment. We are very looking forward to working with you. Our project desk is Tokyo, located inside the German Chamber of Commerce and Industry in Japan. They're called Ahaka Japan, Ahaka Japan. Yeah, please contact us anything if you have any further questions. Thank you. Vielen Dank. So David, stage is yours.
Hi, if you'd be so kind, I'll just take 1 or 2 minutes to share my screen with you. Can everyone see my screen? Okay, I think I'm assuming everyone can see my screen. Okay, so Guten Morgen, wie geht's es Ihnen? And unfortunately, that is as much German vocabulary as I can get. My name is David. I'm very excited to join my colleagues as German Offshore Wind Initiative representatives in our various markets in the US, Japan, and in Taiwan. If you'd be so kind, I will take the next couple of minutes to introduce to you a little bit more about Taiwan, and I'll make sure to keep it short and sweet, as I know I'm the final presentation here today. So Taiwan is uniquely positioned as, and we have a goal to set as the Asia's global offshore wind hub. And the reason why for that is because traditionally, Taiwan is known for their ICT manufacturing sector. And going from there, we are sort of the partners of all different kind of markets in different fields. And so offshore wind is naturally one of our goals to reach as well. So let me tell you a little bit about Taiwan. Obviously, it is an island and we're surrounded by water. So on the graph on your right-hand side, you could maybe see it's represented in red. And the deeper the red goes, it actually indicates a better wind average speed. And it goes up to as high as 11 meters per second. So when developing renewable energy policies from the government, it is very naturally for us to come across and think about the offshore wind development implementation and development. At the moment, we have 3 offshore wind farms in action. And the current status of the industry, I would say, is fairly advanced in terms of what we have on hand. So the 3 offshore wind farms added up to just over 200 megawatts in capacity, which is actually a very interesting fact as it provides a great room for development. And I'll share with that in the next slide. So despite the size of the island, but Taiwan has set a very ambitious goal to reach by 2025, and that is 5.7 gigawatts. So at the moment, the policy stand is that we have divided in the development process into various sections. And so this particular section in between 2025, I would call it the round 2 of the action. So by then we have a lot of work to do, reaching from over 200 megawatts to 5.7, but it doesn't stop there. So the third stage, the next stage, is an additional 15 gigawatts capacity for the period between 2026 and 2035. The picture on the right-hand side was provided by the Bureau of Energy under the Ministry of Economic Affairs here in Taiwan, indicating it was released in July, indicating where the zones would be available for developers to provide and register for their auction. So let me dive in a little bit about the upcoming or the round 3. It is very exciting as Taiwan has planned the energy roadmap, especially for offshore wind, in such clear and identified sections. So out of the whole 15 gigawatts between the 2026 and 2035, is that we have 2 main phases. So the first phase will be divided into 9 gigawatts into different years, and on average at 1.5 gigawatts per year, all the way up to 2031. And then for the second stage at 6 gigawatt, well, that will depend on how the first stage operates, and that's, the details of that will then be announced following that shortly. So if I could maybe share in a final slide, just to take away here, is that Taiwan is extremely dynamic in regards to quickly setting up a very comprehensive offshore wind strategy in policy and development.
So like my previous, like my colleagues has previously mentioned in regards to development of offshore wind itself and perhaps the next stage in floating offshore wind, that is also in the pipeline for Taiwan. Secondly, is that the policy that has been developed was a very strategic process, and it's sort of very accurate all the way taking the developers and in the industry chain all the way up to 2035. And within here comes into my final point is that Taiwan is extremely friendly and welcoming to international collaborations. So we have a foundation of development and industry chain here in Taiwan, but they need to be collaborated with international technologies. And certainly German technologies and experiences are very welcome and is much well received amongst the Taiwanese companies here. So thank you very much, ladies and gentlemen. My name is David and I'm your representative for the German Offshore Wind Initiative in Taiwan. So I'm located in Taipei, with also in the German Trade Office. And I look forward to your interactions in the near future. Thank you very much. Right. Thank you very much, David. Thank you very much, Sayuri. Thank you very much, Mike. Three very spot-on presentations. And I mean, there is a reason why those three countries were chosen. And they are exciting countries, dynamic countries. And it's great to have you three on board. And there will be great collaborations coming from this. We are greatly on time, so now I would like to ask Martin and Björn to come back on stage, and we do a little questioning round. Yes, Mike, would you like to join Sayuri over there? And we'll put on the microphone here for you. So far, I didn't get any questions from the online audience. Feel very welcome to ask some questions now. I'll also take a look in our live audience if someone would like to ask a question. Yes? There's an online question. I didn't get it. Okay. Ich habe gerade nur gesehen, dass wir eine Online-Frage haben von Formosan Business Support. Wollen Sie deutsche Unternehmen bei den jeweiligen Entwicklern unter Vertrag setzen oder sollen deutsche Unternehmen den lokalen Unternehmen zuarbeiten? Ja, vielleicht kann ich darauf antworten. Ich denke, should I switch to English? I don't know. As you're pleased. Sorry. I believe I will switch to English now. I believe there are different kind of strategies how you enter a market as a German SME. So the answer on this question is it might be both, and there are two or three more opportunities to enter US or Japan or Taiwan. We, as already said by Björn, we did a lot of interviews with German SMEs, and then we saw already the huge variety of answers. Of course, we asked them, what is for you the right strategy to enter a market? And I can tell you, you can do it in five different possibilities. And this is why our representatives then in the local markets have to look for different opportunities. Of course, you can work together with a developer. Of course, you can set up joint ventures with local partners when it comes to production facilities. There's really a huge variety. All right. Thank you very much, Martin. I'll just look over to Annika again if we have more online questions, because I didn't get the first one, but she'll just give me a hint if we get more. Then I would like to ask a question to Mike, maybe to start with you. Sure. You already elaborated on how dedicated the Biden administration is to renewable energies, kind of different pathway than the previous administration took.
Looking at the next 4 years to the upcoming election, do you think there will be a momentum established which will be irrevocable, no matter what the outcome of the election will be? And what do you think is the role of the states compared to the federal level in the United States? Well, very good question, Andres. Thank you for that. I want to be clear that I'm certainly not forecasting any sort of elections. You know, we are a little, we're still recovering from the last election, right? So I will say, first of all, not going to make any political predictions, but I will say this, that this is the first time. So the states have carried us for a very long time in the U.S., right? So we mentioned New York, we mentioned Virginia, we have Democratic governors, but then we also have our Republican governor, Governor Charlie Baker of Massachusetts. And Massachusetts is very much a leader in this market, right? So the states have carried us for such a long time. To have the federal government step in now and to match that ambition and to match that with planning resources and a business case, the economics, the finance, the business case for this industry, I think, and I think many think, is going to be hard to overturn. So anybody who would be against offshore wind in 4 years and in eight years would have to have a very strong business case that I think we're going to be able to push back on strongly in the United States. Perfect. Thank you very much, Mike. Now we have a question from the audience. Yes, thank you. I'm Lars Engemann, representing here today the German Association for Marine Technology, and we are bridging the SME business associations also with regards to R&D sector initiatives. And as we have learned in Germany particularly a lot that there is a need for innovations in offshore wind, I would like to ask the question about how is it foreseen to come across also this bridge, the innovative ideas of German technology, of German engineering capacity transferred to your markets you are representing. Is there any specific idea you have on this? I'm happy to take it. Siori, do you have any Japanese context? I'm happy maybe to speak. You start, Mike, and sure. If David or Siori would like to join in then later on. Certainly. So very nice to meet you, sir. You are very high on my list of organizations and folks to reach out to. The R&D side of it, the innovation side of it, is something that we have set up in the United States. We have the National Offshore Wind Research and Development Consortium. And I know that's a long term, not quite German long, but for the US, a long term to say we're working on it. There are a lot of open solicitations through this research and development consortium where I would like to reach out to you all and see if there's a way that we could put a bid together. Maybe we can write up a plan for an exchange between you all, the United States companies, and your innovation here. I hope that begins to answer your question. Yeah, my answer is almost similar. The business alignments with the local stakeholder is very crucial, I think. And then Mike's presentation, this business, strong business alignment fill the gap, the both parties' strengths, the weakness. So I think I know that there is many business alignments between the Japanese company and also non-Japanese company in the offshore wind industry. So this is a very key point. Hope that this answers your question. Thank you very much. David, would you like to add something? I think in terms of collaboration, in terms of innovation in the offshore wind industry with various faculties, I think in Taiwan is muchly welcomed, especially for the past 5 years. The government has been highly pushing creativity and technology and innovation in as many fields as we could imagine. So starting off with the various applications through ICT industry into the many faculties such as healthcare, medical, biotech, manufacturing, and so as far as we are aware, offshore wind technology is certainly one of the potential that we could maybe further discuss. So I think the likelihood of collaborating in that point is very high. And we just need to speak to the right person. And of course, now knowing you, we'd be more than happy to liaise further on. And then hopefully we can get started to engage as quickly as possible. Thank you. Thank you very much. David, maybe I can just hook up on that question, David. I mean, Taiwan is relatively small compared to the other two countries, but with very ambitious goals, as you already pointed out, even more ambitious like other countries, for example, South Korea.
How much will these ambitions depend on foreign expertise? Mike mentioned that that there is a lack of supply chain in the US. How is it in Taiwan, and how strong is the local the Taiwanese owned industry in the country? Thank you very much for the question. Okay, so let me put it this way. So the ambition of the industry and the maturity of the policy, I think that brings an advantage to the development of the industry itself. So in the local industry is there, but I would say that the atmosphere and the attitude from the local industry and the government and the active players is that we welcome foreign collaborations. So here in Taiwan, the policy stand is that we certainly welcome foreign companies to come and then collaborate and merge perhaps projects with the local companies to then tackle on a project here in Taiwan regarding offshore wind. So we have already seen a lot of that collaborations through the different phases of current wind farm projects. And especially in round two, that is up to 2025, we already witnessed quite a few successful cases for that. And looking further to round three, with the recently released registrations, that is looking even more promising, because we would like to strengthen the local industry chain, and therefore we welcome international collaborations. So in that sense, the ambition and how strong with that is very strong. And especially a very interesting point is that many of the cross industries are already looking at renewable energy, such as offshore wind PPAs. So it sort of have a very good kinetic connections with all. And I hope that answers your question. Thank you. Thank you very much, David. It does, and maybe before I could also forward this question to Sayuri and the Japanese perspective. I'll just come back to what I mentioned earlier, that we have a little poll, not too difficult to round up the whole event at the end. I'll just open the poll online, and we'll be very happy if you would engage. It's certainly not too difficult for all of you, and would be happy. Yes, so Sayuri, maybe I can just forward the question to you. Like, how strong do the Japanese ambitions rely on foreign expertise? How strong is the national industry? And yeah, how does it come together? Yes, I would say the German industry tradition is very respected, of course, in Japan, not only the renewable industry, not only the wind industry. So, and also the German quality, the quality first or health and safety first is also very well known. So the business alliance between the two countries, that could be the one of the best partnership. Sorry, I'm not trying to compete with the Taiwan and the United States. But yeah, so I think the collaboration with these two countries is, we are very welcome, and then the very world best partners, I would say. Thank you very much, Sayuri. And maybe to round it up, we now heard a lot about those three focus markets and the representatives. Maybe Björn, to round it up with you, what is the German office going to do in the next couple of months? And will you be allowed to travel to the countries? I mean, to look at the upside of this kind of job. Well, yeah, I hope so. I mean, it's all dependent on the COVID situation, of course, but we are obviously planning to travel to all of those countries in order to get the events set up, of course. I mean, we'll be starting with the Pacific Offshore Wind Conference in April, hopefully, we'll see. So that would be the first opportunity to travel to the US. And what we are doing here right now is obviously we are building the team. So we are having a team workshop tomorrow. So we will
get together more closely and be able to understand all of us better so that we can offer you better services. And last but not least, we will continue to reach out to you. So I will be present at the WindForce conference starting October. And give a presentation there too on the project, and yeah, I'll be happy to meet you there, and let's talk about how to connect you to Japan, the US, and Taiwan. Thanks. Thank you very much, Björn. And I said it would be the last question, but maybe a very last one to Martin. Björn had already shown a slide on how you came up with that these three countries are like the most promising, and then there were South Korea and Canada. Like, you personally, what do you think, what is for you personally the most promising country aside those three, and will it be likely maybe expand the project and do what you're going to do now in even more countries? Yes, of course, we would like to do so. Thank you for this question. I mean, besides these three countries, of course, the biggest player worldwide. Sorry, it's not the microphone, so I will repeat it. Thank you for this question. And besides these three markets, of course, the most important player in the market, in the global market, is China, no doubt about it, will be in 2 years or maybe even in the next year on top number one if you look to the ranking list. You know the difficulties with China. I only mention it because it is the most important player. We will see how we can get access to this market or even not. That's one country. The other one has been already mentioned. South Korea, of course, is very and very interesting market, I would say. But also some other countries like Vietnam, which we see now to start. It will take a time, and of course, Brasilia, yeah, that's also a market. I mean, in general, if I can say three sentences only about how long it take to come up with the first commercial offshore wind farm in a country. That's always a long time. It takes always years for a government to reach this milestone. You have to have in place the right regulation. You have to have in place the right permitting procedure, you have to have in place the right grid infrastructure in this country, you have to have in place the right harbor structure in your country, and these are, and of course you have to do your special planning in the sea. These are the five items which you have to solve as a government and not as an industry first to provide the way to make offshore wind happen in your own country. As WFO, we do some consulting works for such kind of countries. I should also add India, which will be also become an interesting market. But as said, it will take time. Right. Thank you very much, Martin, for this promising outlook. So I think there are no more questions. Apparently, we have some answers in our poll. All countries were mentioned, but apparently most would like to travel to the US to go on vacation there. So, Mike, congratulations. Thank you very much, all of you, for staying with us, for being live here, for staying tuned. The work has already started, as you have known. I think Sayuri will be the last one to officially start in Japan in October, so that will be pretty soon. The other two representatives have already started, as well as the German office. And we are much looking forward to what you guys and girls are doing in the upcoming years for the German industry and for the offshore markets abroad. Thank you very much. Have all a nice day. And looking forward to working with. Thank you.